einen Weg finden, Rajans Preiselefanten aus ihrem Pferch zu locken. Bentley, die Tür sieht verdammt stabil aus. Vielleicht kann ich in das Loch unter der Stufe kriechen und finde einen anderen Weg. Verscheucht hast, haben die Preiselefanten erschreckt. Sie sind jetzt draußen und verwüsten den Palast. Wow, der sieht echt verschreckt aus. Gute Arbeit, Sly. Jetzt kommt der schwere Teil. Du musst die Juwelen aus dem Kopfschmuck der beiden Elefanten stehlen. Die Juwelen sind fest verankert. Also musst du mehrmals mit dem Stock auf sie einschlagen, um einen zu lösen. Ich muss die Dächer nutzen, um auf die Rücken der Elefanten zu kommen. Aber das dürfte kein Problem werden. Okay, stimmt eure Uhren ab. Dieser Coup erfordert äußerste Präzision. Hier ist der Plan. Ich beginne, indem ich die Hauptbrücke des Palastes zerstöre. Das wird die Verstärkung vom Gästehaus abschneiden und die Wachen im Ballsaal, die Clockworks Flügel bewachen, hoffentlich ablenken. Dann wird Sly Carmelita an ihren Tanz erinnern und während die Menge von ihrem Tango gefesselt ist, lässt Murray sich mit der elektronischen Winde in den Ballsaal herab. Sobald er unten ist, kann er die Flügel abschneiden und mit Hilfe der Winde abhauen. Anschließend sollte Murray aus dem Palast verschwinden. Ich decke seine Flucht mit dem ferngesteuerten Helikopter. Sobald er über die Zugbrücke ist, haben wir es geschafft.